um unserem Entkommen einen Schritt näher zu sein, dürfen wir da vorne rüberspringen. Juhu, wollen wir das doch mal tun. Spring! Seh dich hoch! Nein, nein! Oh-oh, das ist verdammt hoch. Oh Gott. Au. Das tut doch weh. Und er lebt halt noch. Na, noch alles ganz. Kamera auch und so. Du bist mir egal, aber die Kamera ist wichtig. Okay, hier braucht wieder einer keine Schwester. Das ist schön. Wo zum Henker bist du hingefallen? Oh je. Das ist nicht schön hier. Ist das hier wohl richtig? Wo sind die zwei? Aber immerhin, er kann mal unter den Tischen durchkriechen. Das ist schon mal sehr schön. Warum willst du eigentlich immer zu den Leuten, die hier reden, hm? Waylon, fühlst du dich so alleine? Dann würde ich mich doch lieber alleine fühlen. Ein Geschenk. Geschenke sind schön. Sehr schön. Habt ihr hier Knarren oder was? Was war das? Hat hier einer gepupst? Und das Schöne ist, ich war jetzt gerade in der Pause vom letzten zu diesem Part draußen rauchen. Und wir haben Nacht und da steht einer. Das war doch etwas gruselig. Vor allem, weil meine Katze dann auch noch angerannt kam. Nein, das war falsch. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Irgendwie sieht er so ein bisschen, auch wenn ich Slender noch nie gespielt habe, immer nur dieses Bild kenne, das sieht so ein bisschen aus wie Slender. So ein ganz kleines bisschen. Der sieht... Ey, das, ist das nicht Blair? Der sieht voll so aus, aber dann hat er sich noch schnell die Haare rasiert. Aber so vom Gesicht und von den Klamotten her sah er jetzt schon so aus. Ah! Gott kann dir hier auch nicht mehr helfen. Oder du musst Vater Maserati aufsuchen. Vielleicht hilft der dir ja. Eine Batterie wäre jetzt irgendwie nochmal schön, eine zu finden. Weil die sind jetzt doch schnell leer gegangen. Warum? Ich bin außerdem auch keine Ratte. Nein, der Trottel möchte nicht sterben. Da. Und da bezeichnet er uns einfach als Trottel. Also, hallo? Ah, wunderbar. Eben noch gesagt und schon finden wir eine. Das ist gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage heute mal wieder nicht besonders viel Sinnvolles. Das ist jetzt der 7. Part, den ich am Stück aufnehme. Aber es muss ja auch mal weitergehen. Kommen wir da rein? Nee. Macht doch irgendwie keinen Sinn, weil hinter dieser A-Wand waren wir wahrscheinlich gerade. Und schon wieder was zum Lesen. Juhu. Patient Dennis.
Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vier von Daniels Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohlicher Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Tja, so eine Persönlichkeitsstörung ist schon interessant und sowas vorzuspielen. Ach, da gibt's irgendeinen Film. Wie heißt der denn nochmal? Ach, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn mir der Name einfällt, dann werde ich den hier mal. Ach so, wir können uns verstecken. Werde ich den hier mal einfügen. Den solltet ihr euch dann auf jeden Fall mal angucken, diesen Film. Ach, da geht's weiter. Perfekt. Da geht's nämlich auch um sowas. Und vor allem so Horrorfilme habe ich gemerkt, die Franzosen, die machen unheimlich gute Horrorfilme. Da gibt es zum Beispiel einen, der ist auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsstörung, der heißt High Tension. Den meinte ich jetzt aber nicht in meinem ersten Beispiel, aber der ist auch nicht schlecht. Nur irgendwie war das ein bisschen. Hä? Irgendwie war das ein bisschen her, genau. Oh, wie? Und die Batterie ist halt schon wieder fast leer? Was soll das? Nee, da geht's nicht weiter. Hä? Hier waren wir doch gerade. Hier waren wir doch. Da bin ich jetzt doof. Nee, hier waren wir. Ja, das ist wunderbar, aber wo müssen wir hin? Oder bin ich jetzt einfach nur zu blöd, einen Weg zu finden? Irgendwie ja. Tja, dann sind wir hier lang. Ja, wir müssen die Batterie leider aufladen. Es nützt nichts, weil sonst sieht man ja nichts. Das heißt, hier muss es irgendwo weitergehen. Weil ansonsten wäre das ziemlich dämlich. Oder ist das hier nur für die Akte gewesen? Ey, kommt schon. Oder geht's hier hoch oder so? Nein. Warum? Ja gut, wenn du hier zwischengehen willst, dann bitte. Dann tu das. Was wahrscheinlich auch richtig. Hä? Jetzt sind wir schon wieder bei dir? Warum? Wo zum Henker müssen wir hin? Ja, toll, hier sind wir doch hergekommen. Also, ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo wir lang müssen. Das ist doof. Tja, hier ist nichts. Das heißt, da muss da unten ja irgendwas sein. Oder ist hier hinten irgendwas Wegartiges? Nein, hier ist jetzt wieder nur, ja, zu. Toll. Das ist doch doof. Das ist mehr als doof. Also Wege suchen wollte ich ja eigentlich nicht. Ja, Batterie ist schon wieder fast leer. Nein. Ey. Fuck.
Ja. Wir müssen die Nachtsicht auslassen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ach, wegschieben, natürlich. Oh, Entschuldigung, Leute. Es ist spät. Oder doch andere Seite? Ja, andere Seite. Gut. Gott, nachher ohne Nachtsicht, wenn wir hier keine Batterie mehr finden, dann viel Spaß. Aha, hier ist ein Leck. Und da läuft schon wieder jemand. Wo laufen sie denn hin? Ich möchte nirgendwo eindringen, ich möchte ausdringen, bitte. Gott, ohne Licht gleich. Nein. Die Tür geht nicht auf, ne? Gut, das war eigentlich schon klar. Warum gucke ich überhaupt? Da geht's nicht weiter. Und das war's mit dem Licht. Oder haben wir noch eine? Ah, wir haben noch eine. Schön. Aber trotzdem ein bisschen Beeilung, bitte. Und nicht wieder so lange suchen. Ist das richtig? Sieht so aus. Jo. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Once we agree. Was willst du? Was willst du? Das war dumm, oder? Ja. Au! Ey, wir waren doch schon halb drüben. Was sollte das denn? Macht man das? Das war nicht besonders freundlich. What do you think? Ich denke gar nichts. Na, komm her! Au! Okay, ja, wir müssen auf jeden Fall in diese Tür. Also zweimal getroffen und wir sind tot. Aber das macht es ja auch irgendwie realistisch. Wahrscheinlich würden die meisten Leute nach dem ersten Treffer schon am Boden liegen. Naja, wir müssen auf jeden Fall dahin. Wo ist er denn? Gehst du darüber? Oh nö. Autsch. Wo ist denn deine blöde Tür? Wo ist denn deine Tür? Nicht hier. Nein. Nein! Au. Musstest du den nochmal angucken? Würdet ihr euren Mörder angucken wollen, wenn der euch tötet? Also ich würde mich zumindest wehren. Oder so. Hä? Was machst du denn? Hast du eine Abkürzung genommen oder was? Oder sind das zwei? Wäre schön, wenn man was sehen täte. Danke. Hier kommt er nicht mehr hoch, denke ich. Ist das denn richtig? Naja, scheint aber richtig zu sein. Da kann man sich hier einfach nur. Nee, war richtig. Der Typ, der gleich kommt, ist
derjenige, den wir, also den Namen, den habt ihr ja schon mal irgendwie vernommen, ne? Ohne dass ich jetzt zu viel spoilern möchte. Und da war gerade die Rede von irgendeiner Braut, die zu ihm kommt. Nachtsicht bitte aus. Jetzt wäre es nett, wenn irgendwie eine Batterie hier mal blinken würde. Das sieht man ja Gott sei Dank. Ach, hier läuft schöne Musik. Oh, die Musik wird immer schöner. Lecker. Aber das war mal eine Frau, immerhin. Weil die Brüste, die hat er ja wohl kaum angenäht. Was haben wir denn geschrieben? Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, dieser. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit. Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten.